look you in the eye. But just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather, the beautiful world. Wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong. Wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know this. When I'm not around, you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? Das Album, so wie ich es erzählt habe, ist sehr unkonventionell. Es ist wirklich sehr unkonventionell. Es ist sehr durcheinander. Es heißt Durcheinander. Es hat die Titel, die wir uns ausgesucht haben, kommen von allen unterschiedlichsten, von unterschiedlichsten Richtungen, aus den unterschiedlichsten Zeiten. Wir haben ganz, ganz aktuelle Titel von Selig, von Klee, aber auch alte Titel von Annette Humpe oder Marvin Gaye, auch von Joe Cocker was dabei. Und genauso bunt sind auch unsere Gäste auf dem Album. Wir spielen da unter anderem mit Götz Alsmann, mit Wiegald Boning an der Querflöte. Klingt übrigens wie ein hysterisches Huhn. Muss aber so sein, weil es tierisch ist, was er da gemacht hat. Aber auch Thomas D. ist dabei.
Und Nils Landgren, einer meiner absoluten Favorites, den ich weiß nicht, kennt jemand von euch Nils Landgren an der Posaune? Wer den kennt, der weiß, von was ich spreche. Auch mein absolut persönlicher Hero, alle anderen auch. Aber das war ganz besonders. Klaus Doldinger ist mit dabei. Heute nicht, wir sind gestern mit dem Album rausgekommen. Und wie ihr wisst, es ist ein Jazz-Album, was ich gemacht habe. Aber es ist so wenig Jazz, wie Norah Jones wahrscheinlich Country war, als wir sie gehört haben das erste Mal. Aber doch ist es halt Country gewesen und doch ist es hier auch Jazz. Aber es ist eben nicht Jazz für ambitionierte Hörer, für Hörer, die nur Jazz hören. Es ist quasi für alle, die draußen sind, die Radio hören, die Spaß an der Musik haben. Deswegen haben wir es gemacht. Wir haben ganz unkonventionelle Titel auch gecovert, wie zum Beispiel jetzt den nächsten, den wir spielen, Creep von Radiohead.